Das ist die Energy YouTube Show mit Jonas Mann und in einer Special-Ausgabe, denn heute sind gleich drei YouTuber hier: ApoRed, Visca Barca und Marcel to the Scorpion, Alter. So sieht's aus. Die Energy YouTube Show. Das Interview. Jungs, um die Ecke ist hier gleich so ein Event beim Saturn. Ihr zockt gegen einander zusammen mit Fans und dann gibt's riesige Preise und so sieht's aus, oder? Ja. Ja, schön, dass ihr da seid erstmal. Herzlich willkommen. Hallo, wie geht's euch? Ganz gut, und dir? Sehr gut. Das ist die Energy YouTube Show und wir reden jetzt ein bisschen über so ein Event, was ihr gleich hier bestreiten werdet. Erklärt mal ganz kurz, ihr seid jetzt hier und gleich geht ihr um die Ecke zu Saturn. Was ist da los? Ja, heute ist quasi das größte Abonnententreffen in der deutschen YouTube-Geschichte. Ich bin mit der Mütze gegen das Ding gekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie viele Leute gleich auf uns warten werden. Wir werden eine kleine Bühnenshow haben. Ich bin schon extrem aufgeregt. Als YouTuber jetzt, da sieht man ja so oft seine Fans nicht. Man schreibt halt mit denen oft und so oder sieht die mal vielleicht in irgendeiner, was weiß ich, in irgendeinem Google-Hangout oder so. Aber wenn ihr auf die trefft, so ist das cool für euch? Habt ihr da Bock drauf? Oder sagt ihr so, ja, muss halt sein? Ja, also, das muss auch echt mal sein. Also, man kann sagen, dass es voll scheiße ist. Nein, man kann sich einfach gar nicht vorstellen, wie viele Zuschauer man hat, ne? Weil man sieht, auf dem Video sind 200.000 Aufrufe, man kann sich diese Menschenmasse nicht vorstellen. Ja. Und dann sieht man einmal 3.000, 4.000 Leute und dann realisiert man einfach nur, wie viele Menschen das sind. Ja. Das ist echt heftig. Ich habe mal mit Alblali geredet und der meinte so 2 Millionen Leute, eigentlich müsste ihn jeder 40. kennen in Deutschland. Das ist ja auch eine krasse Vorstellung. Das ist schon heftig. Also ihr spielt live FIFA und was noch? Es gibt unter anderem noch ein Dance-Battle. Dann werden wir. Was? Ein Dance-Battle? Aber nicht von uns. Ach so, ich wollte schon sagen, seid ihr auch noch Tänzer oder was, ey? Ganz ehrlich, sehe ich aus wie ein Tänzer. Ja, Mann. Ja? Nein, dann gibt es ja noch einen Quiz, eine Fragerunde, wo die uns Fragen stellen können. Wir beantworten das dann live auf der Bühne. Und dann gibt es noch so ein Insta-Battle, wo wir so ein Selfie schießen und dann können die Leute mitmachen. Halt und auch. Wer dann mehr Likes hat, der hat gewonnen, oder was? Genau. Okay. Ja. Und wie geht ihr damit um, wenn so. Weißt du, es gibt dann ja echt so Fans, die sind so interessiert an einem, sage ich mal, dass es dann schon wieder ein bisschen unangenehm wird manchmal. Kann man sowas irgendwie, kann man die wegschieben, kann man das freundlich machen oder muss man da unhöflich werden? Also ich muss da immer lachen. Ich muss da immer lachen. Ich nehme das alles immer sehr positiv. Ich bin da ganz chillig drauf bei sowas und ich hatte noch nie irgendwelche Konflikte gehabt oder so. Okay. Ja, letztendlich sind wir alles normale Typen. Also man kann es teilweise gar nicht verstehen, wenn die Abonnenten vor einem stehen und dann Foto mit einem schießen möchten und dann so total zittern mit der Hand. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor Messi stehen würde, dann wäre ich, glaube ich, genauso wie die. Daher kann man das auf jeden Fall immer verstehen. Und habt ihr schon richtig Bock? Juckt's schon in den Fingern so? Kribbelt langsam. Ja, also ich werde langsam sehr aufgeregt, merke ich schon. Ja, okay. Ey, dann werde ich euch jetzt auch entlassen und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, viel Spaß und ich wünsche euch keine kreischenden Jungs, sondern liebevoll euch ins Ohr hauchende Mädels. Hoffentlich keine Unfälle, weil das wird echt eine totale Eskalation heute. Meinst du, ja? Okay. Das wird richtig. Dann gehe ich lieber mit und passe ein bisschen auf euch auf, ja? Alles klar, Jungs. Viel Spaß. Dankeschön. Hit Music Only. Das war eine kleine Special-Ausgabe der Energy YouTube Show. Aber am Sonntag, da gibt's die ganz normale Sendung. Radio an, Energy anmachen. Fresh Torge ist bei mir zu Gast und erzählt ein bisschen was über Kartoffelsalat, seinen Film.